Es ist aufgewacht. Ja! Aber der hat noch eins, ne? Ein Seepär. Dieses blaue Ding. Ja, bitte. Ein Seepär ist auch ein Wasser-Pokémon. Was machen die hier eigentlich auf dem Land mit Wasser-Pokémon? Komm, nehmen wir einfach... Nehmen wir mal den Dave. Ja, Level 17, Level 18. Könnte interessant werden. Machen wir hier Karateschlag. Mal gucken, wie das abgeht. Doch, schon ganz geil. Ach, ihr mit eurem Kackenblubber. Das sieht auch nicht so viel ab. Ich versuche mal den Fußkick. Vielleicht sieht er ein bisschen mehr ab. Nö. Gut, dann machen wir noch Karateschlag und dann ist das Ding auch hinüber. Yay! Depperett Level 18. Yes! Wie viel Geld kriegen wir? Das Glück hat mich verlassen. 1200, die geben richtig viel Cash her. So, auf Blutexu kann man schön sterben. Okay. Ja, komm, gehen wir erst hier oben lang. So geht das eigentlich. Aber hier ist das so. Okay. Ein Vulcano. Dieses Hunde-Ding. Oh, es hat nur noch ein KP. Ein Vulcano ist ein Feuer-Pokémon. Und gegen Feuer-Pokémon sind da Kampf-Pokémon. Ich nehme mal hier Alex. Gucken, was der hier so kann. Bist du anfällig dafür, Alex? Nö, gut. Hornattacke. Ja. Sehr schön. Blutexu erreicht Level 17. Jetzt ist er schon auf der... Blutexu Level schnell, oder? Meine ich das nur. Ein Vulpix. Ein Vulpix. Ist, glaube ich, auch ein Feuer-Pokémon. Nö. Ja, ich glaube, das ist auch ein Feuer-Pokémon. Nein, nicht mal. Ich muss nochmal was trinken. Aber ich mache nochmal Hornattacke. Irgendwie mein Körper funktioniert gerade irgendwie total. Mein Auge juckt. Mein Hals ist trocken. Irgendwie geht er gerade voll ab. So, auch wieder 1200. Das habe ich bekommen. Ne, das habe ich kommen sehen. 1260. Hä? Ja, ja, ist gut. So, dann gehen wir mal durch die Mitte. Ah, da steht noch jemand. Hallo! Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Wofür? Ich hab zuerst gedacht, er wird Fliesen sagen. Was bist du denn für einer? Ein Mechaniker. Ein Magnetilo. Das ist ein... ein... Elektro-Pokémon. Ich glaube, Elektro ist gegen Flug ganz gut, oder? Was für mich keinen Sinn macht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Elektrogedöns. Ich habe Angst vor Strom. Ja, ist gut, Handy. Ach, kommen wir mal am Windstoß. Mal gucken, wie das aussieht. Stimmt nicht so gut, weil das Ding selbst fliegt. Dann machen wir mal einen Ruckzuck-Hieb. Das zieht genauso viel ab.
Also solange du nur Tackle machst, ist mir das egal. Ultraschall. Na. Stirb, 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 stirb. Der Ultraschall zieht schon extrem viel ab. Naja. Ich glaube, der hat nur eins gehabt, ne? Ja. Wie viel kriegen wir? Das war ein Stromschlag. 1050. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Das ist wohl auch wieder ein Mechaniker. Mechaniker. Ja, auch wieder Elektro-Pokémon. Hatte meine Nase juckt, oh mein Gott. Eieiei. So, meine Nase läuft. Meine Nase juckt. Mein Körper funktioniert gerade. So, machen wir hier erstmal Schlaf, Bruder. Träumlüs? Ich suche mir mal gerade ein Taschentuch. Oh, ich muss mir. Wenn ich es jetzt nicht rausschneide, tut es mir leid. Ah. Ich nehme schon wieder 52 Minuten auf. Fühlt sich für mich gerade an wie 20 Minuten. So. Und jetzt sind beide Ohren dicht. Na toll. Ist Konfusion gegen die Pokémon gut? Nee, nicht so. Aber ich glaube, vergiften kann man die nicht. Ist jetzt Konfusion besser, weil du aufgewacht bist? Nö. Konnte ja sein, dass das irgendwie was einen Unterschied bringt. Ach komm! Das hättest du auch noch. Ich bin viel zu nah hier am Mikrofon dran. Das stört mich. Lars erreicht Level? Ich dachte gerade, hä, Lars? Ich habe gerade gedacht, Lars wäre das Smetbo. Da habe ich gesagt, hä, warum gehst du ein Level zurück? Noch ein Magnetilo. Nee, ich will nicht ändern. Ja, ich weiß, dass das bereits kämpft. Also wahrscheinlich wäre hier der Alex eh besser. Ich weiß nicht, was gegen... Magnetilo ist verwirrt. Ich weiß nicht, was gegen Strom-Pokémon gut ist, Elektro-Pokémon. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wenigstens hat sich sie nicht selbst getötet. Ein Magneton. Ist das dieses Dreiecks-Magnetilo? Ja. Sieht aus wie so eine... so ein schiefgegangenes... Experiment irgendwie. Also das zieht ja wie noch weniger ab. Oh nein, das zieht jetzt richtig viel ab, ne? Okay, ich wechsle mal. Alex, du bist dran. Und ich muss gleich mal wieder ins Pokécenter. Geht ihr eigentlich auch so oft ins Pokémon Center, um euch aufzuladen? Oh. Nee, ich habe ja Beleber. Die könnte ich auch mal benutzen. Ja, vielleicht krieg ich es getötet jetzt. Na! Donnerschar, fuck. Ja, ja. Was war das? Vielleicht kann der Dave was reißen, ne? Level 18, Level 18? Der kriegt das bestimmt kaputt. Karateschlag! Ja. Und da ist gerade wieder mein Handy abgegangen. Oh.
Ah, der Funke ist übergesprungen. Okay. Dann hocken wir uns auf unser Fahrrad. Und wir düsen zurück. Wenn ihr das Knacken gehört habt, das war Mr. Turtle. Nicht, dass ich jetzt auf den drauf getreten bin. Nein, der piddelt wieder an dem Kleber rum, wie sich das angehört hat. Er will gurmen. Kleine Mann. In den Osterferien, die ja nächste Woche Freitag bei uns schon anfangen, arbeite ich ja wieder in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. So als Ferienjobler. Und da werde ich dann auch mal nach der Arbeit neues Einrichtungszeug für Mr. Turtle kaufen. Denn momentan hat der gute Mann überhaupt keine Pflanzen mehr da drin. Ha, bisher habe ich noch nie verloren. Ja, ist gut. Ja, und das muss ich mal ändern. Und vielleicht komme ich auch noch ganz anderes Einrichtungsgedöns. Muss ich mal gucken. Ein Voltoball. Was kannst du denn überhaupt? Mach mal, die Glut wird wahrscheinlich nichts reißen, nur mal Kratzer. Ist gut? Nee, nicht so. Ich versuch's einfach mal mit Glut. Vielleicht ist das ja doch so eine Geheimtacke irgendwie. Auf jeden Fall mehr als Tackle. Kratzer. Dings. Und ich bin bisher immer noch nicht Skateboard fahren gewesen. Weil letztes Mal, als ich nach Duisburg gefahren bin am Freitag, wollte ich ja Skateboard fahren gehen. Bin ich ja extra früh von der Schule direkt dahin gefahren. Und dann sagt der Dennis mir, jetzt schneit da. Jetzt schon hat geschneit. In Duisburg. Stellt euch das mal vor. Ey, Magnetilo. Ja, komm. Lars. Die. Ja. Und jetzt habe ich das Skateboard schon 3 oder 4 Wochen. Und die Rollen sind immer noch weiß. Die haben noch nicht einmal Asphalt gesehen oder so. Oder Beton oder Holz, whatever. Noch nicht einmal irgendwo draußen auf dem Boden gewesen. Weil ich will jetzt auch nicht bei uns hier rumfahren, weil bei uns ist der Teer auf der Straße sehr spröde. Das heißt, ich mache mir direkt den Tail kaputt, wenn ich Ollies versuche. Und ja. Deswegen, ich möchte gern in den Betonpark, weil das ist richtig schön glatt und so und da ist halt kaum irgendwie Abrieb. Weil Holz versus Asphalt, da gewinnt halt der Asphalt. Und glatter Beton und Holz ist halt so schon recht ausgeglichen. Deswegen, ich möchte hier eigentlich ungern fahren. So, jetzt fehlst du nur noch, ne? Dann hätten wir alles. In meiner Klasse bin ich der Beste. Oh, wie war das nochmal bei Spiele mit Bart? Oh, fuck. Irgendwie, da hat irgend so ein Typ, also bei Gabriel Knight 2, hat irgend so ein Typ gesagt, so, aus unserer Gruppe bin ich der Beste irgendwie. Irgendwie so ganz komisch, der hat voll mega angegeben. Glut! Brennratzfratz! Nicht sterben, Texu. Danke. Oh. Stirb! Stirb, bitte, stirb, stirb, stirb. Oh, nein.